Hallo und herzlich willkommen beim Labis Bieneninstitut. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man eine Königin markieren kann mit einem Opalitplättchen und Shellac. Es gibt zunächst mal verschiedene Möglichkeiten, die Königin zu fangen. Man braucht natürlich ein ruhiges Händchen, aber im Handel gibt es sogenannte Fangröhrchen. Man hat hier also einen Stempel, man kann die Königin dann hier reinmachen und mit dem Stempel sie dann sanft nach oben schieben, sodass man sie dann hier oben markieren kann. Da gibt es verschiedene Systeme. Mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten, wo man die Königin auf der einen Seite reinlässt und auf der anderen Seite hinaus. Das ist jetzt auch wieder nur so ähnlich wie mit dem Stempel gerade eben. Nur dass hier, ich zeige das mal hier auch in die Kamera, man hier noch eben die Möglichkeit hat, durch diesen Spalt das Ganze besser zu sehen als durch ein Netz. Soweit so gut. Dann braucht man natürlich ein Fläschchen mit Shellac. Und die sogenannten Opalitplättchen. Außerdem, wenn man das Ganze mit der Hand machen will, ohne ein Fangröhrchen, dann empfiehlt es sich, die Königin danach in eine Spange hereinzulassen, damit das Ganze erstmal trocknen kann, bevor man die Königin wieder zurück ins Volk setzt. Ja, jetzt muss ich die Königin erstmal suchen. Und zwar sind es die Königinnen, die ich mit euch zusammen auch umgelauft habe in einem Video. Die sind dann natürlich irgendwann geschlüpft und wurden dann in Begattungseinheiten gesetzt. Das seht ihr hier. Das sind die sogenannten Viererböden. Es gibt also vier Abteile. Man nimmt quasi den Viererboden, aber sein ganz normales Zagensystem. Und mit Schieden werden dann die Abteile getrennt. Und jede einzelne Einheit hat sein eigenes Flugloch in die Himmelsrichtung. So, ich nehme zunächst einmal noch ein bisschen Rauch. Und klappe jetzt die Folie so um, dass die anderen Abteile nicht zu sehr auskühlen. Ich muss nämlich an dieses hier ran. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig mit dem Wind, aber es müsste eigentlich gehen. So, der Baum ist natürlich auch ein bisschen schwierig heute. Ich suche jetzt nach der Königin. Und da ist sie auch schon. Und zwar genau hier. Krabbelt sie rum. Ich hoffe, man kann es sehen. Jetzt gilt es, diese zunächst zu fangen. Dazu nehme ich meine rechte Hand, weil ich Rechtshänderin bin. Und warte, bis die Königin in der richtigen Position ist, um sie dann hier mit meiner Hand herunterzufangen. So, die Wabe stelle ich mal eben beiseite. Die Königin ist in meiner Hand. Und ich werde jetzt dieses System ausprobieren, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Lass die Königin also hier reinlaufen und schaue, dass dann der Propfen von unten kommt. Jetzt muss sie natürlich erstmal in richtige Position gehen.
So, jetzt habe ich sie da, wo ich sie haben möchte. Ich zeige das mal eben noch in die andere Kamera. Sieht man jetzt wunderbar. Und ich möchte jetzt hier auf den Thorax das Opalitplättchen setzen. So, ich nehme jetzt diese Königin und mein Zeichenstift. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch in beiden Kameras. Und gehe hier in den Shellac rein. Und tupfe jetzt hier auf den Thorax etwas Shellac drauf, um dann mit der Rückseite mir das Opalitplättchen zu schnappen und das dann auch gleich draufzusetzen. So. Natürlich nicht zu hoch, nicht zu tief, damit die Königin auch noch gut ihren Kopf bewegen kann. Es könnte jetzt noch ein bisschen tiefer sein. Gut. Die Dame darf jetzt erstmal ein bisschen trocknen, bevor sie wieder in ihr Abteil kommt. So lange hänge ich die Wabe zurück. Man sieht auch schön hier jetzt auf der Wabe, da ist alles bestiftet. Auch auf der anderen Seite, sie haben auch genügend Futter. Dann mache ich das Abteil wieder zu. Nee, noch nicht. Die Königin muss ja erst noch trocknen, aber ich mache das Abteil trotzdem so lange zu, damit die Brut nicht zu sehr auskühlt, auch in den anderen Einheiten. So, die Königin darf etwas laufen, damit sie da nicht so gequetscht ist. So, der Shellac ist jetzt soweit angetrocknet und das Opalitplättchen sollte halten. Die Königin möchte jetzt auch raus und daher will ich sie nicht so lange warten lassen und setze sie jetzt wieder zurück zu ihrem kleinen, noch kleinen Ableger. Der wird jetzt natürlich bald anwachsen. So, ich hoffe, sie findet den Weg jetzt nach unten. Ich gebe ihr etwas Zeit. Wir helfen einmal nach. So, jetzt ist sie wieder in ihrer Wabengasse. Ja, verschwindet sie. Und ich mache wieder zu. Dass ich mal zeige, wie man eine Königin zeichnet, war übrigens ein Wunsch einer Zuschauerin. Ich würde euch jetzt hier an dieser Stelle auch die Möglichkeit geben, Wünsche zu äußern. Vielleicht kann ich oder meine Kollegen diese Wünsche auch erfüllen. Ansonsten bedanke ich mich auch für die Kritik aus den letzten Videos. Daran können wir uns nur optimieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.